Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind zu unserem dritten Mehrwert-Webinar mit dem Thema Unternehmenskooperation. Gemeinsam mit dem Fundraising-Verband Austria und Stifterhelfen.at führen wir diese Webinarreihe durch. Der Fundraising-Verband Austria wird hierbei von der Erste Bank bzw. dem Mehrwert-Sponsoring-Programm unterstützt. Vielen Dank dafür. In der kommenden Stunde erhalten Sie einen Einblick, wie eine erfolgreiche Akquise und Pflege von Kooperationspartnern gestaltet werden kann. Besonderer Fokus liegt hierbei auf dem Schlüsselfaktor jeder erfolgreichen Kooperation, der gemeinsamen Zielvereinbarung bzw. dem Kooperationsvertrag. Herzlich willkommen an Herrn Manfred Kumann, Leiter im Generalsekretariat des Österreichischen Roten Kreuzes, Philanthropie und Unternehmenskooperation. Derzeit ist Herr Kummer verantwortlich für den Aufbau und die Entwicklung von Unternehmenskooperationen im Österreichischen Roten Kreuz. Die Unterlagen bekommen Sie wie immer im Nachgang zu dem Webinar. Sie erhalten eine Nachfass-E-Mail mit einem Link und dort können Sie dann eben die Präsentation runterladen. So viel jetzt von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen allen ein interessantes und kurzweiliges Webinar und übergebe an Sie, Herr Kummer. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, ebenfalls aus dem sonnigen Wien. Eigentlich schade, dass wir das aus dem Büro übertragen und nicht von draußen, weil es ist wirklich ein traumhafter Herbsttag. Ich freue mich über Ihre Teilnahme und möchte Ihnen zuallererst einen kurzen Überblick geben, was uns die nächsten 45 Minuten erwartet. So, Sekunde. Okay, zur Gesamtübersicht. Und zwar, wir beginnen mit dem Thema Voraussetzung und Selbstverständnis zum Thema Unternehmenskooperation. Ich gebe Ihnen einen Überblick, welche Arten von Unternehmenskooperationen wir im Österreichischen Roten Kreuz durchführen und die eigentlich in der Regel üblich sind. Spannend wird es dann auch zum Thema allgemeine und operative Erfolgsfaktoren. Wert der Marke, ein kleiner spannender Ausflug für alle diejenigen, die darauf warten und sich freuen, dass wir vielleicht eine Formel gefunden haben oder einen Algorithmus, um den Wert der Marke zu bestimmen. Gleich vorweg muss ich Sie enttäuschen, aber es gibt einen kurzen Ausblick darüber, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Und last but not least, das Thema Prospect Research, die Suche nach dem richtigen Partner. Zum Start darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Manfred Kummer, leite derzeit die Abteilung Philanthropie und Unternehmenskooperationen im Österreichischen Roten Kreuz. Damit Sie ein bisschen ein Gefühl bekommen, von der Ausbildung her bin ich Betriebswirt, habe die ersten beiden beruflichen Erfahrungen in einer nationalen und internationalen Non-Profit-Organisation gesammelt, habe dann in die For-Profit-Welt gewechselt, in einen deutschen Konzern, war dort für das Thema Marketing verantwortlich, danach in ein Mittelunternehmen in Österreich, ebenfalls für Marketing und mittlerweile seit 15 Jahren für den Bereich Unternehmenskooperationen verantwortlich und seit 3 Jahren ist da ebenfalls der Bereich Philanthropie dazugekommen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, vom gesamten Aufgabenspektrum umfasst das noch das Thema Events, konkret also Fundraising-Events und Veranstaltung beziehungsweise das Thema Glücksspiel. Bei Philanthropie, Sie können es in der Präsentation sehen, steht noch das Thema aus Liebe zur Menschenstiftung. Das ist ein Fundraising-Tool, das wir vor 2 Jahren etabliert haben, um hochvermögende Menschen anzusprechen. Das waren jetzt kurze Einleitung zu meiner Person. Und was mich natürlich jetzt interessieren würde, ich sehe gerade, wir haben 53, 54 Teilnehmer. Ich würde jetzt gerne eine kurze Umfrage machen. Und zwar, es geht mir darum, wie lange Sie in Ihrer Organisation persönlich bereits für das Thema Unternehmenskooperationen zuständig sind. Und Sie sehen, wir haben eine Umfrage gestartet und ich darf Sie bitten, entsprechend
ihrer Zugehörigkeit im Unternehmen zum Thema Unternehmenskooperation das kurz auszuwählen, um einen Überblick zu bekommen. Und ich sehe, knapp 80% von Ihnen haben auch schon eine Stimme abgegeben. Es wird noch kräftig weiter abgestimmt. Daher warte ich noch einen kleinen Moment, bevor ich Ihnen das Ergebnis anzeige. Das übrigens, was ich schon sehen kann, sehr eindeutig ist. Ich schließe die Umfrage und zeige Ihnen allen auch direkt das Ergebnis. 76% haben angegeben, dass sie bis zu 2 Jahre bereits in der Organisation sich mit dem Thema Unternehmenskooperation beschäftigen. 13% von Ihnen beschäftigen sich schon mehr als 4 Jahre mit dem Thema und 11% liegen zwischen 2 bis 4 Jahren Erfahrung mit dem Thema Unternehmenskooperation. Danke für Ihre Teilnahme und dann übergebe ich wieder an Sie, Herr Kummer. Dankeschön, ein wertvoller Input. Das heißt, der Großteil von Ihnen ist in Anführungszeichen neu in diesem Bereich, das heißt 1 bis 2 Jahre im Bereich Unternehmenskooperationen tätig. Gut, bevor wir ins eigentliche Thema Unternehmenskooperationen starten, 2 Schritte zurück. Wir beraten auch andere nationale Rotkreuzgesellschaften bei der Etablierung von Unternehmenskooperationen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur darum geht, zu definieren, wie Unternehmenskooperationen ausschauen, den richtigen Partner zu finden, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu treffen, sondern auch, welche Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperationen notwendig sind. Deswegen 2 Schritte zurück, um zu starten. Und der erste Punkt ist klarerweise gleich der wichtigste, das Thema Institutional Readiness. Das Um und Auf, gehen wir ins Detail. Das heißt, warten Sie nur eine Sekunde, ich muss nur mein Fenster wieder verschieben. Wichtigkeit und Notwendigkeit von Corporate Fundraising. Muss in der gesamten Organisation, bei Ihrer Geschäftsführung wird es wahrscheinlich angekommen sein, aber auch im Vorstand, im Präsidium, wirklich etabliert sein. Als Zeichen, ob das wirklich so wichtig und notwendig wahrgenommen wird, kann es sein, dass man einen Blick in das Organigramm wagen sollte, um zu schauen, ist das Thema Unternehmenskooperation tatsächlich auch im Organigramm der Non-Profit-Organisation ersichtlich. Man darf nicht unterschätzen, dass auch For-Profit-Organisationen durchaus sich auf ihre Seite begeben und einen Blick darauf werfen, wo Unternehmenskooperationen angesiedelt ist. Der zweite Punkt, Zugang zur Führung. Ein essentieller Punkt. Zugang zur Führung meint einen direkten, kurzen Weg zu Ihrem Geschäftsführer, zu Ihrem Präsidenten, zu Ihrem Vorstand. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn Sie in einer Organisation arbeiten mit verschiedenen Hierarchieebenen und der Weg zum Geschäftsführer ein sehr schwieriger ist, meint, dass Sie über 2 Organisationsstufen vielleicht das abstimmen müssen, um mit ihm in Kontakt zu kommen, dann ist das ein Weg, der relativ schwierig zu beschreiten ist. Das muss, also wenn man sich das am Organigramm anschaut, das muss keinen direkten Zusammenhang zwingend haben. Wenn Sie sich das Organigramm des Österreichischen Roten Kreuzes anschauen, aus historischen Gründen ist das Thema Unternehmenskooperationen im Marketing angesiedelt. Also wenn man so möchte, 2 Stufen unter dem Generalsekretär. Aber unser Zugang zum Generalsekretär, zum Präsidenten, zum Vorstand ist ein kurzer. Wir müssen uns mit niemandem abstimmen. Wir müssen sozusagen nicht über Hierarchieebenen gehen, sondern können uns direkt an den Geschäftsführer wenden. Ein ganz wesentlicher Punkt, um erfolgreich zu sein, um Geschwindigkeit aufzubauen. Der dritte Punkt, die Führung bringt sich persönlich ein. Meint, wenn Sie Termine bei Unternehmen wahrnehmen, dann ist es aus meiner Erfahrung zumindest in 50% der Fällen hilfreich, wenn Sie das direkt mit Ihrem Geschäftsführer, mit Ihrem Präsidenten machen. Und auch wichtig, die Führung versteht sich, ist ein wenig kompliziert formuliert, als Chief Corporate Fundraising Officer. Was ich damit meine, Geschäftsführer haben in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche Abendtermine, treffen sich mit Leuten, tauschen Visitenkarten aus. Bei allen diesen Terminen ist bei uns die Erwartungshaltung jene, dass der Generalsekretär
uns am nächsten Tag seine Visitenkarten bringt und sagt, mit den Personen habe ich gestern gesprochen, da können wir anknüpfen und da können wir uns Termine ausmachen. Ganz ein essentieller Punkt, die Geschäftsführung muss dieses Thema auf der Agenda haben und muss es bei jedem Termin, der stattfindet, immer präsent haben. Und last but not least zum Thema Institutional Readiness, andere Abteilungen unterstützen ihren Bereich. Das kann jetzt unterschiedlich ausgeprägt sein, je nachdem, wie groß Ihre Organisation ist. Geht es um die Abteilung Finanzen, es geht um die Abteilung Recht, es geht um das Thema Marketing. Die müssen wissen, dass es sie gibt. Auch das ist nicht selbstverständlich, wie wir erfahren haben. Und die müssen auch bereit sein, als Dienstleister für Sie zur Verfügung zu stehen. Nächster Punkt, Klarheit darüber, welche Formen der Zusammenarbeit ich welchen Zielgruppen anbieten möchte. Das ist eine Frage der Ressourcenplanung, das ist zum Thema, welche Formen der Zusammenarbeit. Da gehen wir in den nächsten 35 Minuten im Detail drauf ein. Ich überspringe das kurz. Spannend ist aber, sich zusätzlich zu diesen Themen auch zu überlegen, mit welchen Zielgruppen werde und möchte ich zusammenarbeiten. Unternehmenskooperationen fokussiert sich im ersten Schritt auf das Thema Unternehmen. Nicht zu vernachlässigen ist aber das Thema Stiftungen. Es gibt Unternehmensstiftungen, aber auch hochvermögende Personen. Aus unserer Erfahrung ist es so, dass alle diese drei Zielgruppen eines gemeinsam haben, nämlich One-to-One-Termine sind notwendig. Also Sie können diese Zielgruppe in der Regel nicht mit Mailings, nicht mit E-Mails, nicht mit Newsletter kontaktieren, sondern müssen tatsächlich persönliche Termine wahrnehmen und 50% der Arbeit sozusagen ist ident, ob ich mich an ein Unternehmen wende, an eine Stiftung wende oder an hochvermögende Personen. In der letzter Konsequenz die Ausprägung, wie man es dann abwickelt, da können durchaus Unterschiede da sein. Auch das, was ein Unternehmen vielleicht möchte, kann sich dadurch unterscheiden, was eine Stiftung möchte, beziehungsweise eine hochvermögende Person. Aber wichtig ist zu definieren, welche Zielgruppe möchten Sie tatsächlich mit dem Thema Unternehmenskooperationen oder Ihre Projekte adressieren. Und die letzte Voraussetzung, das Thema Erwartungshaltung. Ihre Ziele wurden intern gemeinsam besprochen und festgehalten. Ein relativ trivialer Punkt. In der Regel ist es so, dass das in 50% der Fällen tatsächlich durchgeführt wird, tatsächlich realisiert wird. Und in noch weniger Fällen gliedern sich die Ziele tatsächlich so, wie Sie es jetzt auf der Präsentation sehen. Ziele sollten smart sein. Das heißt spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminbar. Was meine ich damit? Sie haben oben die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit. Das heißt, Herangehensweise wäre jene zu sagen, ich möchte im Corporate Philanthropy, im Thema Sponsoring, im Thema Cross-Related Marketing, möchte ich sozusagen aktiv werden. Diese Aktivität ist, das ist der Vorteil in Unternehmenskooperationen oder überhaupt im Fundraising. Sie sind messbar, das heißt in Euro messbar, welchen Umsatz möchte ich mit dem Thema Spenden, welchen Umsatz möchte ich mit dem Thema Sponsoring tatsächlich erreichen. Die Ziele müssen akzeptiert sein, nämlich von Ihnen akzeptiert sein. Da sind wir mitten in der Ressourcenplanung. Das heißt, wenn Ihr Geschäftsführer weiß, welche Formen der Zusammenarbeit Sie gemeinsam anstreben, dann wird es nicht so schwierig sein, zu akzeptierten Zielen zu kommen. Aber in der Regel sollte das wirklich gut und realistisch abgestimmt sein. Und der letzte Punkt, terminierbar, das ist relativ einfach. Das heißt, Sie legen in der Regel fest, innerhalb eines Quartals, innerhalb eines Halbjahres oder Jahres, welchen Umsatz Sie erreichen wollen. Das sozusagen, das war jetzt der zweite Schritt zurück, bevor wir zum Thema Unternehmenskooperationen kommen. Wichtig, wie gesagt, diese Hausarbeiten, die man vorher machen muss, um tatsächlich im Bereich Unternehmenskooperationen realisieren zu können. Aus der Umfrage sehe ich, der Großteil ist 1 bis 2 Jahre in diesem Thema drinnen.
Das heißt nicht, dass wenn diese Voraussetzungen nicht hundertprozentig erfüllt sind, dass Dinge dann gar nicht funktionieren. Aber um wirklich optimal aufgestellt zu sein, das ist unsere Erfahrung und das ist auch unsere Empfehlung, wenn wir andere nationale Rotkreuzgesellschaften in der Hinsicht beraten, sich das wirklich zu Herzen nehmen, ernst nehmen, weil das die Faktoren sind, die relevant sind, um erfolgreich zu sein. Gut. Der nächste Schritt, das Selbstverständnis der Zusammenarbeit. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder die Diskussion, auf der einen Seite die großen Wirtschaftsunternehmen, auf der anderen Seite sozusagen die Non-Profit-Organisation, die händeringend nach Finanzierungen für ihre Projekte sucht. Auf der einen Seite Wirtschaftsunternehmen, die hohe Gewinne ausweisen, auf der anderen Seite eine Non-Profit-Organisation, die auf jeder Ecke Finanzmittel für ihre Projekte versucht zu realisieren. Wenn man so möchte, unser Zugang war zu sagen, wir bauen uns so ein mentales Skript, ist vielleicht leicht übertrieben, aber das war unser Zugang, zu sagen, wie gehen wir, mit welcher Haltung gehen wir auf Wirtschaftsunternehmen zu, mit welcher Haltung versuchen wir Unternehmenskooperationen zu realisieren. Erster Punkt, sehr trivial, aber das Um und Auf. Wir verstehen uns als gleichwertiger Partner des Unternehmens auf Augenhöhe. Das heißt, Sie sind nicht derjenige, der jetzt als Bittsteller in ein Unternehmen kommt, als sozusagen kleine Non-Profit-Organisation, die zu großen Unternehmen geht. Sie haben in der Regel eine wertvolle Marke, Sie haben in der Regel ein spannendes Projekt, eine attraktive Zielgruppe, haben einen außergewöhnlichen USP und aus dem heraus lässt sich das, glaube ich, durchaus realisieren, als gleichwertiger Partner aufzutreten. Also da geht es mir vor allem auch um das Thema Haltung. Und ein Thema, wir diskutieren das auch mit unseren Kollegen, mit den internationalen Kollegen, und das kommt nicht immer auf nicht immer positive Resonanz, aber eines lassen Sie mich trotzdem dazu erwähnen, zum Thema gleichwertig und auf Augenhöhe. Das heißt, der persönliche Auftritt bei den Unternehmen ist relevant. Dazu gehört sozusagen das Outfit, dazu gehört die Körperhaltung, dazu gehört das Thema Unterlagen. Also darauf wirklich auch Aufmerksamkeit zu legen, wie man gegenüber einem Unternehmen auftritt. Je optimaler das gestaltet ist, desto einfacher ist es, wirklich auf Augenhöhe mit dem Partner zu verhandeln. Wir sehen das Unternehmen primär in der Verantwortung, erfolgreich zu wirtschaften. Das ist daraus entstanden, zu sagen, die Aufgabe des Unternehmens ist es nicht primär, auf der Suche zu sein nach Non-Profit-Organisationen, nach Projekten, die sie unterstützen, sondern das Ziel ist es, jedes Unternehmen ihren Job gut zu machen, ihre Produkte zu verkaufen, ihre Dienstleistungen zu verkaufen und erfolgreich zu wirtschaften. Das ist das Erste. Aber Integrität und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein, und da kommen wir sozusagen ins Spiel, sind aus unserer Sicht Voraussetzungen für den nachhaltigen, im Sinne von langfristigen Erfolg. Der dritte Punkt, wir betrachten Unternehmenskooperationen als etwas höchst Spezifisches. Aus unserer Erfahrung, wenn wir Unternehmenskooperationen oder potenzielle Partner auswählen, wir kommen später noch dazu, ist es so, dass wir mit einem konkreten Vorschlag in der Regel ins Gespräch gehen. Aber was wir vermeiden, und das wird auch häufig sozusagen Überschwang, nimmt man alles mit, was man hat. Das heißt, man hat am Ende des Tages einen Bauchladen, mit dem man zu Unternehmenspartnern geht, so nach der Devise, gefällt Ihnen das eine Produkt nicht, wir haben noch übrigens 5 andere, vielleicht passt da irgendwas. Unsere Erfahrung ist jene, man redet konkret über ein Projekt, idealerweise passt es und man braucht nur mehr darüber reden, wie wir das an die Bedürfnisse des Unternehmens sozusagen anpassen.
Ist der Vorschlag, mit dem er ins Gespräch gegangen ist, nicht relevant, ist das trotzdem eine großartige Chance für uns, Fragen zu stellen, noch einmal Fragen zu stellen, um zu schauen, was interessiert den Kooperationspartner, weil es muss maßgeschneidert sein. Es muss den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst sein. Es muss die strategische Ausrichtung unterstützen und vor allem, und das ist bei allen Unternehmenskooperationen völlig wurscht oder fast völlig egal, was sie machen, es muss für den Endkunden nachvollziehbar und plausibel sein. Für den Endkunden meine ich für den Kunden des Wirtschaftsunternehmens, aber auch für ihre Kunden aus der MPO-Szene, ob das ihre Spender sind, ob das ihre Stakeholder sind, muss eine Kooperation nachvollziehbar sein. Ich erinnere mich da, um aus der Schule zu plaudern, mit Grauen an eine Kooperation des amerikanischen Roten Kreuzes mit einem Hersteller für Kanalspülmittel. Ganz groteske Situation, hat niemand verstanden, warum es diese Kooperation gibt. Also immer wirklich darauf schauen, dass die Kooperation nachvollziehbar und plausibel bleibt. So, und last but not least, Kooperationen funktionieren nur dann, wenn Mindeststandards erfüllt sind. Diese betreffen die gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben des jeweiligen Landes. Wenn Sie mit Unternehmen in Kontakt treten und den Eindruck haben und vielleicht schon vorher in der Recherche Bedenken gehabt haben und dann auch im Gespräch Bedenken haben, dass gewisse Mindeststandards nicht erfüllt werden. Beispiel kann sein, es wird nach wie vor in dem Unternehmen diskutiert und Sie erfahren das aus den Medien, ob ein Betriebsrat zugelassen wird oder nicht, ob Bürgerbeteiligung bei irgendwelchen Investitions- und Bauprojekten relevant ist. Also alle diese Dinge sehen wir als Mindeststandards und wenn ein Unternehmen das nicht hat und nicht erfüllt, dann sind wir auch nicht sonderlich begeistert, mit so einem Unternehmen eine Kooperation in irgendeiner Art und Weise durchzuführen, weil wir sind da sehr schnell im Bereich des Greenwashing drinnen. Wir sind sehr schnell in einer Situation, dass die Marke ihrer MPO beschädigt werden könnte. Und das sollte man tunlichst absolut vermeiden. Gut, das waren die sozusagen zwei Schritte zurück. Voraussetzungen und Selbstverständnis. Aus meiner Sicht wichtig und notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, noch bevor man sozusagen in den Bereich Unternehmenskooperationen reingeht. Viele sind bereits drinnen und vielleicht dient das einfach zur Reflexion, wie der eigene Zustand zu diesen beiden Themen ist. Wir starten in das Thema Unternehmenskooperationen. Wir haben im Österreichischen Roten Kreuz für uns vier Bereiche definiert. Das Thema Corporate Philanthropy, das Thema Sponsoring, das Thema Cause-Related Marketing und das Thema Corporate Social Responsible Projekte. Gehen wir es kurz durch und im Detail schauen wir es uns dann noch in weiterer Folge an. Das kennt jeder von Ihnen. Jeder, der in einer Non-Profit-Organisation arbeitet, wird mit dem Thema konfrontiert sein. Ist jetzt keine Überraschung. Corporate Philanthropy in Form von Spenden. Das heißt, ein Unternehmen spendet zu Weihnachten was. Ein Unternehmen ist betroffen von einer nationalen, internationalen Katastrophe und übermittelt eine Spende an Sie. Oder das Unternehmen interessiert sich für eines Ihrer Projekte und möchte das mit einer Spende unterstützen. Der Pfeil in eine Richtung zeigt, es ist eigentlich eine One-Way-Geschichte. Das heißt, Sie bekommen Geld vom Unternehmen, aber es gibt keine Gegenleistung in der Regel dazu. Kommen wir im Detail noch drauf zu sprechen. Das Thema Sponsoring kennen Sie wahrscheinlich auch. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Events, die gesponsert werden sollen. Es gibt Fahrzeuge, es gibt Projekte. Also die Liste ist hier endlos. Pfeil geht in beide Richtungen. Das heißt, das Unternehmen übermittelt Geld, aber möchte dafür von Ihnen sozusagen auch Leistungsdaten, Leistungskennzahlen. Was wir darunter verstehen, dazu auch dann später im Detail dazu. Der dritte Bereich, die Koppelung, also Cause-Related Marketing, die Koppelung von Produkt und NPO-Marke. Und wenn man sich die ersten drei Dinge anschaut,
sind das in der Regel Sachen, die überschaubar sind vom Ressourceneinsatz. Das heißt, eine Spende abzuwickeln ist was relativ Einfaches. Sponsoring, je nach Ausprägung, noch immer einfach Hand zu haben. Cause-related Marketing, dabei kann es sich schon um eine Menge Arbeit handeln, je nachdem, wie ausgeprägt sozusagen diese Cause-related Marketing-Aktivität tatsächlich stattfindet. Und last but not least sozusagen das Thema Corporate Social Responsibility Projekte. Das ist in der Regel eine sehr, sehr aufwendige Aktivität, aufwendige Arbeit in doppelter Hinsicht. Einerseits Unternehmen dazu zu bekommen, gemeinsam solche Projekte durchzuführen und natürlich von der Ressourcenseite. Ressourcenseite ist das Stichwort, warum zeige ich Ihnen diese Einteilung? Und zwar ganz spannend wird dieses Chart, wenn ich darüber eine Kurve lege. Sie sehen eine rote Kurve, die im Wesentlichen drei Dinge beinhaltet, nämlich welches Know-how brauche ich, um Unternehmenskooperationen im Bereich Corporate Philanthropy, Sponsoring und so weiter durchzuführen. Das ist auf der Kurve aufgetragen. Das heißt, um eine Spende abzuwickeln, braucht man relativ wenig Know-how. Je weiter wir nach rechts gehen, desto aufwendiger wird dieses Thema. Was die Kurve auch beinhaltet, ist ihre zeitlichen Ressourcen. Eine Spende abzuwickeln ist in der Regel mit kurzer Vorbereitungszeit, vielleicht einer Spendenübergabe mit Foto und das Foto online zu stellen auf Ihre Homepage und damit ist es erledigt. Und je weiter Sie wiederum in Richtung Sponsoring, Cause-related Marketing oder Corporate Social Responsibility Projekten gehen, desto aufwendiger, desto zeitintensiver wird das für Sie. Und eine dritte Ebene ist auf dieser Kurve auch noch abgebildet, und zwar, wie hoch ist das Involvement, wie hoch ist das Engagement des Partners? Auch da wiederum, eine Spende ist relativ einfach anzuhaben, auch für den Partner. Es geht eigentlich nur um einen Zeitpunkt für eine Scheckübergabe und damit ist das Thema gegessen. Es braucht keine großen Abstimmungsmeetings in der Regel. Man muss sich nicht mehrmals austauschen. Das Reporting ist übersichtlich. Je weiter Sie nach rechts gehen, desto aufwendiger wird das. Wir betrachten Unternehmenskooperationen als Profit Center. Deswegen eine zweite Kurve dazu. Angenommen, Sie hätten jetzt einen Kooperationspartner, der sagt, ich gebe Ihnen 50.000 Euro, legen wir das einmal drüber. Dann lässt sich sehr leicht erkennen, dass das Ressourcenthema und Ressourcenplanung ein ganz relevantes Thema im Unternehmenskooperationsbereich ist. Wenn Sie so möchten, die Fläche zwischen der roten Kurve und zwischen der blauen Kurve ist Ihr Deckungsbeitrag. Das heißt, der Unternehmer, das bereit ist, Ihnen eine Spende von 50.000 Euro zu geben und dafür de facto nichts möchte, hier ist der Deckungsbeitrag am größten, hier ist die Zeitintensität oder die Zeit, die Sie investieren müssen, eigentlich sehr gering und das funktioniert recht gut. Je weiter Sie wiederum nach rechts kommen im Bereich Sponsoring, im Bereich Cause-related Marketing oder CSR-Projekte, desto intensiver ist die zeitliche Ressource zu nutzen. Und hier geht es dann darum, in Ihrer Planung, und da sind wir wieder bei dem Thema Zielsetzung. Sie können sich erinnern, im Hinblick auf die Voraussetzungen, da sind wir wieder an dem Punkt, was schaffen wir tatsächlich mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, wenn Sie ein Vollzeitäquivalent, zwei Vollzeitäquivalente im Bereich Unternehmenskooperationen haben, dann hilft Ihnen so eine Unterteilung, so eine Planung wesentlich weiter und zu sagen, in der Jahresplanung, wir schaffen 20, 25 Spendenabwicklungen, wir schaffen 10 Sponsoring-Projekte, wir nehmen uns 2 Cause-related Marketing-Projekte vor und versuchen 1 bis 2 Corporate Social Responsibility-Projekte zu etablieren. Das ist aus unserer Sicht wichtig und notwendig, sich darüber im Klaren zu sein, welche Dinge, welche Formen der Unternehmenskooperationen möchte man etablieren und mit welchem Aufwand ist das verbunden. Ein kleiner Exkurs zu einem Thema, was in diesem Chart nicht berücksichtigt wurde,
Das liegt darin begründet, dass das Rote Kreuz mit dem Thema eigentlich keine allzu große Freude hat und dementsprechend sehr zurückhaltend ist, aber der Vollständigkeit halber sei es hier an diesem Punkt erwähnt, weil es für einige Non-Profit-Organisationen durchaus wichtig ist, das Thema Corporate Volunteering. Was es ist, es bezeichnet freiwilliges Engagement von Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter in Form einer Zeitspende. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Ich habe Ihnen fünf Varianten, darf Ihnen hier kurz vorstellen. Social Days wird jeder von Ihnen kennen. Mentoring, eine nicht unspannende Geschichte, wenn man es brauchen kann. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Firma Accenture zum Thema Mentoring, wo Mitarbeiter sich freiwillig in ein Lernhaus einbringen und mit Jugendlichen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, zum Beispiel Bewerbungsgespräche trainieren. Es gibt das Thema Praktikum oder Seitenwechsel. Unter diesem Thema wird es auch oft sozusagen formuliert und genannt, wo tatsächlich Mitarbeiter aus Unternehmen für ein Praktikum für einen Zeitraum zwischen 1 und 3 Monate ins Unternehmen wechseln und an einem konkreten Projekt arbeiten und dort ihr Fach-Know-how einbringen. Pro Bono ist bekannt, vor allem aus der Marketing- und Werbeszene, dass man versucht, Dienstleistungen kostenlos zu bekommen. Und das Thema Secondment, vor allem im internationalen Bereich sehr beliebt, wenn man Spezialisten braucht und der Partner hat so einen Spezialisten bei seinen Mitarbeitern, dass der auch tatsächlich für das Projekt entsandt wird. In aller Kürze, warum stehen da Dollarzeichen dahinter? Die allermeisten Anfragen, die zu uns zu diesem Thema Corporate Volunteering kommen, beziehen sich auf Social Days. Ich würde mal sagen, fast inflationär. Wir bekommen alle 10 Tage, alle 14 Tage eine Anfrage von einem Unternehmen mit höchst präzisen, aber für uns unbrauchbaren Vorstellungen, die da lauten, wir würden gerne in 3 Wochen mit 48 Personen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zu Ihnen kommen und irgendetwas tun, was in der Regel für uns schwierig ist. Und ich weiß es aus der Szene in Österreich, für viele andere Non-Profit-Organisationen auch ganz schwierig ist, sowas dann tatsächlich auch anbieten zu können, Dinge wie Räumlichkeiten auszumalen oder Spielzeug, also Spielplätze für Kinder zu errichten. Alle diese Dinge wurden gemacht, werden gemacht. Wir haben bei vielen Einrichtungen mittlerweile Wände, die makellos weiß sind und die alle 14 Tage idealerweise sozusagen neu gestrichen werden könnten, wenn es für uns Sinn ergäbe. Die Dollarzeichen, wir gehen dazu über, tatsächlich für Social Days von Partnern, die in keinem bisherigen Verhältnis zu uns stehen, tatsächlich Geld zu verrechnen. Konkret, damit Sie ein Gefühl dafür haben, wie viel wird da verrechnet, wir haben zum Beispiel ein digitales Corporate Volunteering Projekt aufgesetzt, wo wir sagen, wir verrechnen 50 Euro pro Teilnehmer, ab 20 Teilnehmer findet das statt, plus Reisekosten. Das heißt, für so einen Social Day, wo wir 20 Personen unterbringen, die was Sinnvolles für uns tun, verrechnen wir 1.000 Euro plus Reisekosten. Dasselbe für Mentoring auf einer niedrigeren Ebene, weil es einfach notwendig ist und das ist auch total wichtig und da sind wir wieder beim Thema Augenhöhe. Es ist total wichtig, dem Unternehmen klarzumachen, dass das Zeit, Ressourcen kostet, sowas vorzubereiten, sowas durchzuführen und sozusagen sowas nachzubearbeiten. Aus diesem Grund sind wir dazu übergegangen, bei ausgesuchten Formen von Corporate Volunteering tatsächlich Geld zu verlangen. Gehen wir zu den Formen der Unternehmenspartnerschaften, das Thema Corporate Philanthropy, also das Thema Spenden, relativ übersichtlich und einfach. Da gibt es keine Gegenleistung seitens der Non-Profit-Organisation. Das ist an und für sich jetzt kein Geheimnis. Es ist aber, und das ist eines der ganz wichtigen Punkte, und dann wir kommen später auch zum Thema Erfolgsfaktoren. Es ist ein Ansatzpunkt, um mit Unternehmen im Gespräch zu bleiben. In der Regel kann man das gut mit dem Thema Reporting verbinden, um diese Partnerschaft auch auszubauen. Empfehlung von unserer Seite ganz klar,
eine Spendenvereinbarung aufzusetzen. In der Regel meldet sich das Unternehmen bei der MPO, gibt bekannt, dass es spenden möchte, oder es kommt aus einem Gespräch heraus, dass Spenden die geeignete Form der Unterstützungsleistung ist. Hier idealerweise das Thema Spendenvereinbarung aufzusetzen. Das ist in der Regel ein recht übersichtlicher Zweiseiter, wo definiert wird, in welcher Höhe die Spende vereinbart wird, zu welchem Zweck sie vereinbart wird und ob es irgendeine Art des Reportings gibt, bis wann muss das Geld sozusagen vom Partner überwiesen werden. Alle diese Dinge stehen in einer Spendenvereinbarung. Und als Exkurs zum Thema Spenden, es gibt auch das Thema Sachspenden, auch das kennen Sie, das können Produkte, das können Dienstleistungen, das können Ressourcen sein, ist je nach Non-Profit-Organisationen sehr, sehr unterschiedlich, ob das tatsächlich gebraucht wird. Als Rotes Kreuz ist es für uns sehr wohl ein Thema, Sachspenden, wenn es um das Thema Lebensmittel geht. Wir haben Tafeln über ganz Österreich und haben da zum Beispiel Sachspendenvereinbarungen mit fast allen Lebensmitteleinzelhändlern in Österreich. Das kann sich auch auf Dienstleistungen auswirken, dass man Dienstleistungen zur Verfügung gestellt oder Ressourcen. Sie haben einmal im Monat vielleicht ein größeres Meeting, haben die räumlichen Ressourcen nicht, haben aber vielleicht einen Partner, der bereit ist, seine Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Alles das fällt unter Corporate Philanthropy, alles das fällt unter Spenden. Wichtig ist, wie gesagt, es ist eigentlich eine One-Way-Geschichte und es dürfte auch gesetzlich, und ich glaube, das ist ähnlich wie in Österreich, auch in Deutschland, keine Gegenleistung gegenüberstehen. Das Thema Sponsoring ist ein Kommunikationsinstrument für das Unternehmen. Wichtig bei Sponsoring ist, um wirklich Sponsoring-Anfragen ganz gezielt durchführen zu können, ist es erforderlich, dass Sie Leistungskennzahlen haben. Völlig egal, ob Sie ein Event planen, völlig egal, ob Sie, wie Sie es hier sehen, ein Fahrzeug finanzieren möchten. Sie müssen sich hinsetzen und Sie müssen tatsächlich Leistungskennzahlen zur Verfügung haben. Ich habe Ihnen dort taxativ einige aufgeführt, die notwendig wären, um zum Beispiel für ein Fahrzeug Sponsoring-Anfragen vorzubereiten. Die Empfehlung auch hier ganz klar in Richtung eines Sponsoring-Vertrags zu gehen, wo einerseits diese Leistungskennzahlen noch einmal verschriftlicht werden, wo verschriftlicht wird, für was die finanziellen Mittel verwendet werden, und alle diese Details gehören in einen Sponsoring-Vertrag hinein. Cause-related Marketing, ein wenig intensiver, weil dass sich um ein Thema handelt, das eigentlich nicht so häufig bedient wird, ist eine zeitlich befristete Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Non-Profit-Organisation. Sie erinnern sich an das Chart. Es geht um einen Austausch zwischen MPO und also zwischen der Marke und dem Unternehmen. Hintergrund ist Transfer des Markenimages, das heißt das Thema Bekanntheit, Sympathie steht dabei im Vordergrund. In der Regel ist es so, dass der Transfer des Markenimages sozusagen von der Non-Profit in Richtung For-Profit-Organisation geht. Das Ziel dahinter ist es, eine Umsatzsteigerung für den Partner zu generieren oder eine Aufpreisbereitschaft. Das Thema Loyalität spielt eine Rolle. Im Grunde genommen geht es dem Partner um eine Differenzierung zum Mitbewerb. Und auch das hatten wir schon bei Cause-Related Marketing noch einmal sozusagen wichtiger, weil Sie Ihre Marke mit in der Regel mit dem Produkt, der Dienstleistung des Partners verbinden. Es muss für die Kunden nachvollziehbar und schlüssig sein. Die Leistung der Non-Profit-Organisation in dem Fall besteht in der Lizenzierung der Marke, eventuell plus Kommunikation innerhalb definierter vertraglicher Parameter, steckt das Wort schon drin. Auch hier ist wiederum eine vertragliche Vereinbarung erforderlich. Und Cause-Related Marketing beschränkt sich nicht nur auf physische Produkte, sondern funktioniert natürlich auch digital. Bedeutet, die Skalierung ist eine relativ breite. Das heißt,
Das kann auch im Mikrobereich stattfinden, wenn ein Unternehmen einen Online-Shop hat und von ihrer Organisation begeistert ist und sagt, pro verkauften Stück möchte ich 1 Euro spenden. Von der Kommunikation her kann man dieses Wort dann dort durchaus so verwenden. Und dafür setzen oder dafür stellen Sie die Marke zur Verfügung. Auch das funktioniert sozusagen im Kleinen wie im Großen sehr, sehr gut. Die Leistung des Unternehmens wiederum besteht in der Bezahlung der Lizenzgebühr und in der Kommunikation der Partnerschaft. Was verrechnet man dafür? In Wirklichkeit eine Lizenzgebühr. Hier ist unsere Empfehlung, einen Mix zu wählen. Der Partner wird in der Regel Interesse haben, das an den Verkauf zu koppeln. Das heißt, pro verkauften Produkt bekommen Sie 1 Euro. Unsere Empfehlung ist jene, 30 bis 50% eine fixe Lizenzgebühr einzuführen, weil sie in der Regel auch interne Kosten haben bzw. interne Zeitressourcen haben und damit das Ganze auch abdecken können. Auch das gilt, glaube ich, auch für Deutschland. Lizenzgebühr ist keine Spende des Unternehmens an die Non-Profit-Organisation. Auch wenn es in der Kommunikation gegenüber dem Kunden oft so formuliert wird, Lizenzgebühr ist eine umsatzsteuerliche Leistung. Wir haben in Österreich noch die Sondersituation, dass gewisse Leistungen werbeabgabenpflichtig sind. Da möchte ich jetzt in dem Kontext nicht drauf eingehen. Wichtig noch einmal, umsatzsteuerliche Leistung und die NPO schickt dem Unternehmen eine Rechnung. Und last but not least, das Thema CSR-Projekte. Auch da in aller Kürze sozusagen noch einmal unsere Sichtweise, wenn wir Unternehmen CSR-Projekte anbieten. Ich habe Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht. Ich muss jetzt nur ein wenig auf die Zeit schauen. Wir sind schon relativ knapp. Gehen wir da vielleicht ganz schnell durch. Auch da noch einmal wichtig, wie wir in solche oder wie wir an solche Themen herangehen. So, ja, Corporate Social Responsibility ist das Konzept der strategischen Unternehmensführung. Das wird in der Regel Ihnen jeder CEO genauso unterschreiben, wenn Sie sich tatsächlich mit CSR auseinandersetzen. Dient dazu, werden Sie kennen, die berühmte Triple Bottom Line, es dient dazu, soziale, ökologische und ökonomische Themen des Unternehmens auf freiwilliger Basis in seine Geschäftstätigkeit zu implementieren, idealerweise. Und unsere Aufgabe ist eine Schnittstellenaufgabe, und zwar die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Zivilgesellschaft. Wir zeigen für Unternehmen zentrale gesellschaftliche Herausforderungen auf. Das heißt, das ist das, warum es ihren Verein, ihre Non-Profit-Organisation gibt. Und wir stellen sozusagen unsere Kernkompetenz zur Verfügung, um gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Dieses zu lösen ist unter Anführungszeichen gesetzt, weil es tatsächlich meistens final nicht gelöst werden kann, sondern nur gemindert werden kann. Und im Idealfall haben wir eine Triple-Win-Situation. Das heißt, die NPO hat einen Vorteil aus dieser Zusammenarbeit des Unternehmens, aber auch die Zivilgesellschaft. Um das Ganze jetzt konkret zu machen, praktische Erfahrung zum Thema CSR-Projekte. Gespräch mit einem Unternehmen, in dem Fall war es ein Lebensmitteldiscounter, gemeinsam mit dem Generalsekretär, also mit unserem Generalsekretär, war ein relativ kurzer Termin. Hier die zusammengefassten Punkte, wie wir aus diesem Termin hinausgegangen sind. Das heißt, der Lebensmitteldiscounter hat ein Defizit im Bereich Sympathie, also hat seine Marktforschungswerte angeschaut, möchte sympathischer werden, möchte seine eigenen Kunden ansprechen. Und wenn wir was gemeinsam mit dem Roten Kreuz machen, möchte auch, dass seine Kunden sozusagen was davon haben. Dieser Care-Gedanke, das heißt sich kümmern um, war da ganz ein wesentlicher. Und wie Sie sich vorstellen können, wenn man aus so einem Gespräch rausgeht und den dritten Punkt mitnimmt, hat aber keine finanziellen Mittel zur Verfügung, dann ist das ein Punkt, der nicht gerade zu Begeisterung hinreißen lässt. Ich kann mich erinnern, wir sind damals mit dem Generalsekretär im Auto von dem Termin weggefahren und waren eigentlich eher frustriert,
Es wäre ein möglicher großer Partner gewesen, aber wenn dann der Partner Bescheid gibt, er würde gern vieles und alles mit uns machen, aber hat keine finanziellen Mittel, dann wird es ein wenig schwierig. Wie sind wir vorgegangen? Ich glaube, das ist nicht unspannend, das einmal kurz aufzuzeigen. Das heißt, wir haben uns dann im Anschluss am nächsten Tag hingesetzt mit unserem Team und haben eine Bestandsaufnahme gemacht. Was kann das Unternehmen einbringen? Was kann in dieses CSR-Projekt zusätzlich einfließen? Und wir hatten drei Punkte. Wir hatten das Thema hohe Filialdichte, wir haben eine hohe Kundenfrequenz. Das war ein Thema, was das Unternehmen einbringen kann. Sie sind stark in der Kommunikation. Sie kennen das aus Deutschland. Lebensmitteleinzelhändler geben sehr viel Geld für das Thema Flugblatt, Social Media, für Radio aus. Auch da war es in Österreich so, dass das ein Big Player war. Und er hat hohe Verhandlungskompetenz gegenüber dem Lieferanten. Das ist sozusagen unsere Erkenntnis gewesen und haben das ergänzt mit einer Bestandsaufnahme, was könnte das Rote Kreuz einbringen. Klarerweise das Thema Marke oder Sympathiewert. Nicht umsonst ist der Termin oder hat sich der Partner sozusagen für den Termin uns ausgewählt. Davor war sozusagen eine große Marktforschungsaktivität, wo auch das Rote Kreuz vorkommen ist und hat das Rote Kreuz enorm hohe Sympathiewerte gehabt. Das war der Grund. Das heißt, das können wir einbringen, hohe Sympathiewerte. Das zweite Thema war Erreichbarkeit der Zielgruppe. Wir haben aus diesem Gespräch heraus mitgenommen, die Zielgruppe ist zweigeteilt. Einerseits preissensibel, das heißt Menschen, denen es Spaß macht, auf das Geld zu sehen und möglichst wenig auszugeben. Und aber auf der anderen Seite Menschen, die tatsächlich über sehr geringes Haushaltseinkommen verfügen und sehr anfällig sind, wenn außergewöhnliche Ereignisse eintreten, Stromnachzahlung, Reparaturen, soziale Teilhabe. Also wenn Kinder zum Beispiel auf einen Skikurs, auf Landausflug fahren wollen, das sind alles Ereignisse, die diese Art der Zielgruppe sehr schnell in eine Schieflage bringen kann. Und was wir da einbringen konnten, ist das Thema individuelle Spontanhilfe. Das ist ein österreichweites Angebot. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland Anlaufstelle für Menschen, die genau in so eine schwierige Situation kommen. Die kommen unter anderem auch zum Roten Kreuz und die können wir unterstützen. Um es abzukürzen, wie hat diese CSR-Kooperation sozusagen, wie sie dann finalisiert waren. Wir haben dann unserem Partner ein Vorschlagsmodell unterbreitet, ein aus unserer Sicht sympathisches Kooperationsmodell, das beide Markennamen vereint, nämlich den Penny Familienhilfsfonds des österreichischen Roten Kreuzes. Penny ist auch eine Marke, die ja in Deutschland vertreten ist. Finanzielle Mittel waren wir sehr, sehr kreativ. Da als Learning auch dazu, wenn Sie sehr schwierige Gespräche haben, wo das Thema Geld eine große Rolle spielt, nicht sofort aufzugeben und zu sagen, na, wenn der Partner kein Geld hat, dann wird es nicht funktionieren, sondern versuchen zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es im Umfeld des Partners noch tatsächlich zu Geld zu kommen. Wir haben wirklich lang hin und her diskutiert, bis wir auf eine Variante gekommen sind, wo wir am Anfang sehr unsicher waren, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Das heißt, im Konkreten war die Idee, uns Geld von den preissensiblen Kunden zu holen und zwar zu sagen, spende uns 1 Euro, dafür bekommst du bei deinem nächsten Einkauf einen Nachlass von 10%. Also alle, die preissensibel sind, die rechnen können, ist das an und für sich ein gutes Geschäft. Kommunikation, ganz klar, Kernkompetenz des Partners, Flugblätter an jeden Haushalt in Österreich und das war uns wichtig, das Ganze wird nur dann funktionieren, wenn wir tatsächlich am POS, an der Kasse, wenn die Kassiererin oder der Kassierer hier aktiv nachfragt und die Abwicklung eben durch Gründung eines eigenen Penny-Familienhilfsfonds ist die Kernkompetenz des Roten Kreuzes. Das heißt, wir können das österreichweit anbieten für eine eingeschränkte Zielgruppe. Auch das war uns dann in weiterer Folge wichtig. Der Partner wollte ausschließlich Familien mit schulpflichtigen Kindern berücksichtigen und
ja, das wird eben im Rahmen der Spontanhilfe oder dem wird im Rahmen der Spontanhilfe entsprochen durch die einmalige Bezahlung von Rechnungen. Das heißt, wir geben dort kein Bargeld heraus, sondern übernehmen Finanzierungen bzw. Rechnungen. Wie schaut das Projekt aus? Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einem Flugblatt. Das ist mittlerweile eine der, oder nicht nur eine, sondern die erfolgreichste Partnerschaft, die wir im Roten Kreuz haben. Und zwar auf der einen Seite vom finanziellen Aspekt, aber auch, dass wir aus einem CSR-Projekt heraus konnten wir das Thema Corporate Philanthropy sozusagen zusätzlich aufgleisen. Wir konnten das Thema Sponsoring aufgleisen und wir konnten das Thema Cause-Related Marketing ebenfalls unterbringen. Das heißt, wir haben mit einem Partner die komplette Range ausgeschöpft und damit Sie ungefähr Ahnung haben, Volumen 2019 wird sich auf rund 300.000 belaufen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, wir können wirklich tolle emotionale Geschichten erzählen. Wir liefern dem Partner anonymisiert Geschichten, Informationen, was mit dem Geld passiert. Sehr konkret, klarerweise. Das heißt, wie viele Familien konnten wir erreichen? Was ist dort passiert? Wir kommunizieren das auf der Homepage vom Partner. Wir kommunizieren das über das eigene Store-Radio, was in jeder Filiale läuft. Also rundherum eine tolle und spannende Kooperation. Vom zeitlichen her, ich werde jetzt so vorgehen, dass wir noch das Thema Erfolgsfaktoren, allgemeine Erfolgsfaktoren und spezielle Erfolgsfaktoren noch durchgehen. Das Thema Prospect Research würde ich mich noch gern sozusagen dann kurz schalten mit der Veranstaltung, ob wir da leicht überziehen können. Der Präsentation auf jeden Fall ist es beigelegt. Es ist bis zu einem gewissen Grad dann auch selbsterklärend. Aber ich würde einmal jetzt in aller Kürze das Thema Erfolgsfaktoren durchgehen. Eine Sekunde, ich schalte mich nur ganz kurz weg. So, ich bin wieder bei Ihnen. Eine Kollegin sagt mir gerade, ich muss kurz dem Veranstalter Bescheid geben können. Wir überziehen und dann bin ich im Prinzip schon wieder bei Ihnen. Ja, allgemeine Erfolgsfaktoren, Markenpositionierung. Wofür steht Ihre Organisation? Wo gibt es Unterscheidungsmerkmale? Wenn Sie einen Verein gegründet haben, wird es in der Regel einen guten Grund geben, warum dieser Verein existiert. Das muss wirklich auf den Punkt gebracht werden. Das heißt, die Marke, dieses Thema Markenpositionierung muss in jeder Präsentation, muss bei jeder Präsentation bei Unternehmern immer mit dabei sein und sie müssen wirklich auch in der Lage sein, Unterscheidungsmerkmale, USPs zu haben, dass sie vom Mitbewerb unterscheidet. Zweiter Punkt, ausreichende personelle und finanzielle und technische Ressourcen. Wir hatten das bei den Voraussetzungen schon. Ich darf da auf zwei Aspekte hinweisen. Das eine ist das Thema CRM-Database. Meistens sehr unterschätzt. Sie müssen in der Regel aber die Informationen, mit denen Sie aus Gesprächen herauskommen, und oft sind es mehrere Termine, die notwendig sind, die müssen irgendwo hinterlegt werden. Das heißt, der CRM-Database ist ganz ein wichtiges Element und muss von Haus aus mit berücksichtigt werden und auch das Thema After Sales. Für viele, die nicht unmittelbar mit dem Thema befasst sind, ist es so, dass der Eindruck entsteht, naja, man versucht ein Unternehmen zu gewinnen, man gewinnt es, man bekommt das Geld und damit ist die Kooperation dann in trockenen Tüchern nicht ganz. Das, wie Sie wahrscheinlich auch alle wissen, dass aus dem Thema After Sales muss Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil das die Basis dafür ist, dass diese Kooperation verlängert wird. Das ist die Basis dafür, dass der Kunde oder der Partner sich wertgeschätzt fühlt. Fokus auf Kernkompetenz.
auch wenn das Unternehmen noch so darauf drängt und noch so bereit ist, mit ihnen einen Weg zu gehen, wenn das Projekt, wenn die Idee, mit denen das Unternehmen auf sie zukommt, nicht ihre Kernkompetenz betrifft, unsere Erfahrung Hände weg. Wir haben in der Erfahrung schon einige im internationalen Bereich Kooperationen wirklich bewusst ausgelassen, weil wir gesagt haben, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Da nutzt auch viel Geld nicht. Das ist nicht authentisch und das würde für uns auch nicht funktionieren. Einer der letzten Punkte, Kenntnisse des Marktes und des relevanten Mitbewerbs. Sie sollten sich auf jeden Fall anschauen, was der Mitbewerb macht, mit wem er es macht, in welchem Umfang das Ganze stattfindet. Sie möchten es gar nicht für möglich halten, welche Dinge man da rausfinden kann, wenn man da ständig dran bleibt und sich diese Dinge anschaut. Und eigene Leistungskennziffern, auch das hatten wir schon, Stichwort Sponsoring, das ist einfach notwendig, damit Sie tatsächlich Unternehmenskooperationen realisieren können. Wenn Sie Marktforschungsdaten haben, die Ihre Position, Ihre Markenposition unterstreichen, dann ist es eine Notwendigkeit, diese mitzukommunizieren. Budgetzeiträume und Vorlaufzeiten berücksichtigen, auch das etwas Selbstverständliches. Sie wissen, Unternehmen budgetieren zumeist von September bis November. Das heißt, wenn Sie für das Jahr 2020 ein Großprojekt gerne eintüten würden, habe ich die Befürchtung, dass es dafür schon zu spät ist. Das heißt, die Idee ist es eigentlich im ersten Halbjahr immer den Fokus darauf zu legen, Großprojekte möglichst dann bei Unternehmen unterzubringen. Operative Erfolgsfaktoren in aller Kürze, vertragliche Gestaltung. Völlig wurscht, ob Sie eine Spende bekommen, völlig egal, ob es ein Sponsoring ist, ob es ein CRM-Projekt oder CSR-Projekt ist. Unsere Empfehlung ist tatsächlich eine klare vertragliche Gestaltung, eine klare Definition von Leistung und Gegenleistung. Das heißt, sehr detailliert, möglichst detailliert. Das heißt, unser Ansatzpunkt ist immer jener, wenn sich jemand diesen Vertrag durchliest, muss er ohne eine Ahnung zu haben von dem Projekt in der Lage sein, das ganze Projekt auch zu begreifen und klar abzugrenzen, was passiert dort und was passiert dort nicht. In diesem Vertrag sollten auch Do's and Don'ts drin sein, das heißt Markennutzungsrechte. Wenn Sie eine Online-Kooperation vereinbaren, dann sollten Ihre Markenrechte bzw. Ihre Marke auch wirklich nur dafür Verwendung finden. Betrifft auf die Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema finanzielle Darstellung auch schon erwähnt. Was ist es in der Tat? Ist es eine Kooperation oder eine Spende? Auf das gilt es auch Wert zu legen. Und idealerweise das Thema Zeitplan und last but not least das Thema Zielfestlegung. Das heißt, die Erwartungshaltung konkretisieren. Wir hatten das Thema Zielfestlegung schon ganz zu Eingangs, wenn Sie sich erinnern, wo man eigene Ziele festgehalten hat. Jetzt geht es darum, Ziele festzulegen, die im Rahmen der Partnerschaft relevant sind. Und ich kann das nicht doppelt genug unterstreichen, weil aus der Erfahrung wissen wir, was passiert, wenn man Ziele nicht festlegt. Nämlich im schlechtesten Fall ist man um einen Faktor 10 mit dem Partner bei einer Zielerreichung auseinander und dass solche Partnerschaften und Kooperationen noch nicht von langer Dauer sind, liegt auf der Hand. Das heißt, bleiben Sie wirklich dran, formulieren Sie gemeinsam mit dem Partner Ihre Ziele, was wollen Sie erreichen. Nicht immer ist es messbar, aber es ist zumindest qualitativ bewertbar. Ein kurzer Ausflug noch Wert der Marke. Wir haben das am Beispiel von Cross-Related Marketing kurz aufgedröselt in aller Kürze. Wenn Sie in so ein Thema hineingehen, setzen Sie sich vorher hin und überlegen sich sozusagen verschiedene Abstufungsgrade. In dem Fall ist das von einem mittelgroßen deutschen, Non-Profit-Organisation. Das heißt, hier geht es um Online-Partner, hier geht es um Produktpartner und sozusagen um einen 360-Grad-Partner zum Thema Cross-Related-Marketing und überlegen Sie sich vorher, was der Preis ist. Wenn man sich jetzt das unten anschaut, das heißt, wir haben eine Online-Logo-Nutzung, wir haben einen beschränkten Zeitraum und wir haben ganz präzise aufgelistet Kommunikationsinstrumente. Und das ist auch die
erforderliche Notwendigkeit, wenn man in solchen Projekten hineingeht, sich vorher Gedanken darüber zu machen, in welcher Größenordnung sind wir bereit, solche Kooperationen einzugehen. Ja, an dem Punkt, ich schaue jetzt kurz auf die Uhrzeit, es ist jetzt 11 Uhr. Ich darf mich nur eine Sekunde ausklinken. Können Sie mich hören, Herr Kummer? Jetzt sind Sie gerade stumm. Ich kann Sie wieder hören, ja. Super. Genau, ich würde sagen, wir kommen hier jetzt zu einem Ende, weil wir pünktlich Schluss machen müssen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ist das eine Folie, die Sie noch in einer Minute kurz umreißen können oder? Vielleicht zwei Worte dazu. Es sind noch zwei Folien ausständig zum Thema Prospect Research Prozess. Vieles ist selbsterklärend. Es geht darum, wir haben für uns einen Ablauf definiert, wie wir uns dem Thema, wie finde ich das passende Unternehmen, nähern können. Wenn es Fragen dazu gibt, Detailfragen dazu gibt, weil ich jetzt nicht dazu gekommen bin, Sie haben am Anfang in meiner Präsentation eine E-Mail-Adresse, das heißt für alle, die sich dafür jetzt intensiver interessieren, ich kann sozusagen auch auf informeller Basis dann gerne Fragen zum Thema Prospect Research Prozess zu einem späteren Zeitpunkt beantworten. Also bitte keine Kontaktscheu, ich stehe gern zur Verfügung, sozusagen auch außerhalb dieses Webinars dieses Thema kurz zu erläutern, wenn es notwendig ist. Dann würde ich gerne noch zumindest eine Frage stellen. Und zwar, gibt es Erfahrungswerte Ihrerseits, wie die Kontaktaufnahme zu vermögenden Personen möglich ist, wenn bisher noch kein Kontakt bestanden hat? Es gibt zwei Varianten. Wir haben diese Variante oder wir befassen uns mit zwei Varianten. Eine Variante, wir haben unsere Datenbank durchforstet von Kontaktpersonen, die als vermögend, hochvermögend eingestuft worden sind. Das heißt, das sind warme Kontakte, wenn man das so bezeichnen möchte. Das heißt, wo es schon eine Verbindung zum Roten Kreuz gegeben hat, die kontaktieren wir von der persönlichen Ebene in der Regel über unseren Generalsekretär. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, mit denen hatten wir noch nie Kontakt. Da wird es ein wenig schwieriger. Die versuchen wir für das Thema Philanthropie zu sensibilisieren. Wir haben dazu ein eigenes Magazin herausgebracht. Das heißt, die werden mit einem Magazin zum Thema Philanthropie beschickt. In diesem Philanthropie-Magazin, das beinhaltet ein Lesezeichen zum Beispiel mit einer persönlichen handschriftlichen Anmerkung unseres Generalsekretärs mit der Einladung, doch mit uns in Kontakt zu treten. Das funktioniert. Also diese Dinge funktionieren in der Regel nicht so schlecht. Es ist dann schwierig, sozusagen dann tatsächlich zu den Terminen zu kommen. Das sind viel beschäftigte Leute, das sind hochsensible Menschen. Aber wir haben die Erfahrung, es funktioniert. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für die ganzen Informationen. Auch bei Ihnen, liebe Teilnehmer, ich hoffe, Sie konnten viele Informationen jetzt mit in Ihre Arbeit, in Ihre Organisation nehmen. Und wenn Sie möchten, heute um 14 Uhr findet das letzte Webinar aus der Mehrwertreihe statt. Und den Link dazu zur Anmeldung hatte ich Ihnen bereits im Chat gepostet. Damit sage ich Tschüss aus München und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Und danke, schöne Grüße aus Wien.